Liebe Zuschauer, liebe Freunde der Werteunion, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview mit dem Bundesvorsitzenden Dr. Hans-Georg Maaßen. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Maaßen. Guten Morgen, Herr Reinhardt. Ja, Herr Maaßen, unser Thema heute ist der Filz in der Politik, die Vetternwirtschaft. Und ja, da haben wir gerade die Habeck-Greichen-Affäre. Und für die Zuschauer, die da noch nicht so durchgeblickt haben, es ist auch schwer, da durchzublicken, möchte ich das gerne noch mal kurz zusammenfassen, worum es da geht. Da geht es einmal um den Herrn Kellner, Michael Kellner, der Staatssekretär unter Robert Habeck im Wirtschaftsministerium. Der ist verheiratet mit der Verena Greichen und die ist Senior Researcher Energie- und Klimaschutz im Öko-Institut e.V. Das Öko-Institut ist ein eingetragener Verein und dort ist auch der Bruder von der Verena Greichen beschäftigt, der Jakob Greichen. Ja, und ein weiterer Bruder ist der Patrick Greichen und der ist ebenfalls Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Und das Ganze kam halt in Fahrt, dieser Skandal, weil der Patrick Greichen den Michael Schäfer, und das war sein Trauzeuge, für den Vorsitz der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur GmbH vorgeschlagen hat. Ja, das ist so im Grunde alles. Jetzt ist auch noch rausgekommen, dass der Patrick Greichen 60 Mitarbeiter der Deutschen Energieagentur im Wirtschaftsministerium unterbringen sollte. Herr Dr. Maaßen, was sagen Sie dazu? Sie waren selbst Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und ja, Präsident waren Sie dort. Wie sind da die Strukturen? Wie kann so etwas sein? Reinhard, da fallen mir eigentlich drei Punkte ein. Der erste Punkt ist das deutsche Beamtenrecht. Das deutsche Beamtenrecht soll dafür sorgen, dass die Verwaltung funktioniert und von hochprofessionellen, gut ausgebildeten Leuten auch geführt wird und die da auch arbeiten. Staatssekretär wird man als Karrierebeamter. Das heißt, man muss die Laufbahnvoraussetzungen erfüllen, um bis nach ganz oben zu kommen. Man muss die Karriere durchlaufen haben. Gleichwohl ist man dann auch politischer Beamter. Das heißt, man muss natürlich eine gewisse Nähe zur Politik des jeweiligen Ministers haben. Das Gleiche gilt auch für Abteilungsleiter, die in einem Ministerium arbeiten. Auch die müssen Karrierebeamte sein. Die müssen die Laufbahnvoraussetzung für einen höheren Dienst haben und müssen sich eigentlich hochgebuckelt haben. So ist es auch der Sinn der Sache. Das müssen Leute sein, die im Grunde genommen von der Pike auf gelernt haben, wie Verwaltung funktioniert. Was ich jetzt wahrnehme, aber nicht nur im Wirtschaftsministerium, sondern auch in anderen Ressorts, ich denke an die Staatssekretärin, die von Greenpeace ins Auswärtige Amt gesetzt worden ist, dass dieses Laufbahnrecht systematisch unterlaufen wird. Dass Leute von außen kommen, die nichts mit dem Beamtenwesen zu tun haben, die reinkommen, weil sie sehr, sehr nah am Minister sind, weil sie hoch ideologisierte Parteisoldaten sind und die in diese Funktion reingesetzt werden. Das hat mit dem deutschen Beamtenrecht nichts zu tun. Das führt dazu, dass wir hier nicht die besten Auslese haben, nicht die besten Leute in den Top-Positionen der Präsidenten von Bundesbehörden sind, der Staatssekretär und der Ministerialdirektoren, sondern die Günstlinge und die Leute, die im Grunde genommen ideologisch nah am Minister sind, ohne Laufbahnvoraussetzungen zu erfüllen. Und das sehe ich gerade im Wirtschaftsministerium. Der zweite Punkt ist hier offensichtlich Clan-Strukturen, die es im Wirtschaftsministerium gibt. Aber ich denke mir, man muss sich auch andere grüne Ministerien anschauen. Eine Clan-Struktur, eine Verwebung der ideologischen Gruppierungen, der Vorfeldorganisationen der Grünen, wie Greenpeace beim Außenministerium. Und hier Agora und ich sage mal andere klimagläubige Lobbygruppen der Grünen jetzt mit Familienbanden und dann mit dem Wirtschaftsministerium. Das ist, glaube ich, etwas, was es bisher so in Deutschland nicht gegeben hat. Und da muss man auch den Deutschen einfach mal klar machen, das, was wir früher immer über Sizilien und ich sage mal balkanische oder Entwicklungsländer gesagt hatten, dass es da Korruption gibt, dass es da Clanstrukturen in der Administration gibt. Das gibt es unter den Grünen heute ganz offensichtlich, dass Trauzeugen bevorzugt werden, dass Familienseilschaften entstehen, Familien- und ideologische Seilschaften entstehen. Das gibt es heute offensichtlich bei den Grünen. Und das ist ein Skandal. Aber ich muss sagen, das ist
eher noch ein kleinerer Skandal als die Tatsache, dass die Medien in Deutschland und die Politik in Deutschland keine Selbstheilungskräfte mehr aufbringt, diese Vorgänge so anzuprangern, dass ein Herr Minister Habeck aber auch sofort zurücktritt, dass ein Herr Scholz ein Kabinett, eine Kabinettsaustausch macht, dass diese Leute, die für derartige Clanstrukturen in ihren Ministerien verantwortlich sind, aus dem Kabinett rausgeworfen werden. Dass das in Deutschland nicht passiert, sondern dass die Staatsmedien wochenlang das totgeschwiegen haben, noch schön geredet haben, zeigt im Grunde genommen, dass das der eigentliche Skandal ist, nämlich dass Medien, ein großer Teil der Politik plus Minister mit ihren Clanstrukturen Hand in Hand arbeiten. Der dritte Punkt, der mir da einfällt, ist die Selbstbedienungsmentalität in der deutschen Politik. Und das sehe ich jetzt nicht nur bei den Grünen, sondern parteiübergreifend. Ich sehe das auch bei der CDU und CSU, wo Politiker glauben, offensichtlich ja, sich einfach mal mit Verträgen bereichern zu können, ihre Firmen unterstützen zu können, wo permanent Korruptionsverfahren gegen Politiker durchgeführt werden. Ich erinnere da an die verschiedenen Verfahren im Zusammenhang mit den sogenannten Maskengeschäften von Politikern. Und das ist aus meiner Sicht unglaublich verwerflich, unabhängig davon, ob es jedenfalls zu strafrechtlichen Verurteilungen führt, weil wir Bundesbürger, wir Wähler einen Anspruch darauf haben, dass wir eine politische Kaste in Deutschland haben, die nicht korrupt ist und die die Ämter nicht nutzt, um in die eigenen Taschen zu wirtschaften. Und mein Eindruck ist, wir sind sehr weit davon entfernt, eine Politikerkaste in Deutschland zu haben, die sich für das Allgemeinwohl einsetzt, sondern mein Eindruck ist eher, und da schaue ich mittlerweile auf fast jede Partei, dass wir da viele, viele Leute haben, die, wenn sie einmal in Ämtern sind, versuchen, das mitzunehmen, was sie kriegen können, weil sie sagen, vielleicht bin ich in 4 Jahren nicht mehr da und dann muss ich mich jetzt bedienen. Und das erinnert mich an Strukturen, die man eigentlich aus anderen Teilen der Welt kennt. Was ist der Eindruck, wie das Ganze in der Bevölkerung ankommt? Die Umfragewerte der Grünen sind gesunken auf jetzt ja, 14%. Die AfD steht bei 16%. Also 14% für die Grünen. Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel ja, kleine Angestellte im öffentlichen Dienst oder auch Beamte im Gemeinwesen, die bekommen eine Abmahnung oder sogar die Kündigung, wenn sie zu Weihnachten eine Tafel Schokolade von Kunden annehmen. Ja, das dürfen die nicht. Ja, was kann da denn getan werden, dass da solche Sachen verfolgt werden? Es muss doch eine Möglichkeit geben, wenn wir in einem Rechtsstaat sind, dass solche Sachen verfolgt werden müssen, wenn man Anzeigen stellt und so weiter. Es muss doch irgendwas gemacht werden und getan werden können. Also, Sie sagen 14% für die Grünen. Ich muss sagen, es ist eigentlich unfassbar, dass die Grünen trotzdem noch 14% haben und nicht 1,4% oder 0,14%, was aus meiner Sicht richtiger wäre bei all dem Schaden, den sie derzeit in Deutschland anrichten. Aber es ist relativ leicht zu erklären, dass sie bei 14% sind und andere Parteien jedenfalls nicht wesentlich stärker. Ich erkläre es damit, dass die Staatsmedien tagtäglich Propaganda und Agitation machen zugunsten der Grünen oder der Klimasekte, der Klimaideologie. Jeden Tag, dass sie Leute wie Baerbock und Habeck, die aus meiner Sicht offenkundige Minderleister sind, die aus meiner Sicht eine ideologische Politik nicht im Interesse des deutschen Volkes machen, dass sie diese Leute permanent loben und in Meinungsumfragen auf die ersten Plätze setzen und dass sie jedenfalls die Kritiker von dieser Politik nach wie vor diffamieren, diskreditieren, ausgrenzen, als Nazis und Verschwörungstheoretiker in die rechte Ecke schieben. Nur so erkläre ich mir, dass die Meinungsumfragen immer noch so günstig sind, weil viele Leute glauben immer noch den Staatsmedien. Die glauben immer noch, wenn um 20 Uhr der Gong der Tagesschau ertönt, ist die alte Tagesschau. Die Leute, die in den neuen Bundesländern sozialisiert worden sind, die merken, das ist nicht mehr die neue Tagesschau, sondern das hat mehr mit aktueller Kamera zu tun als mit der Tagesschau. Das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, wir müssen an der Information gegenüber den Bürgern arbeiten. Wir müssen direkt mit den Bürgern kommunizieren. Wir brauchen andere Staatsmedien, wenn wir überhaupt Staatsmedien brauchen. Jedenfalls keine, die Propaganda und Agitation
betreiben. Dann Ihre Frage zu den Strafanzeigen. Ich glaube, es hat 1400 Strafanzeigen gegen Angela Merkel gegeben im Zusammenhang mit der Migrationspolitik. Ich habe das irgendwo mal gelesen, von insgesamt 1700, die gegen Regierungsmitglieder gestellt worden sind. Die sind alle eingestellt worden, aber es darf auch nicht wundern, denn die Staatsanwaltschaften in Deutschland sind nicht unabhängig. Und solange die Staatsanwaltschaften einem Minister unterstehen, der im Zweifel das gleiche Parteibuch hat wie der Regierungschef, wird es in diesem Land, so mein Eindruck, keine Strafverfahren in politisch relevanten Fällen geben. Es mag Fälle geben bei Korruption, wo es sich nicht anders öffentlich darstellen lässt, als dann doch ein Strafverfahren einzuleiten und durchzuziehen. Aber es zeigt auch, dass wir hier in Deutschland keine unabhängige Strafjustiz haben, weil die Staatsanwaltschaften Justizministern und Regierungschefs unterstellen, die alle Politiker sind, und die Staatsanwälte sind weisungsabhängig und sie wollen alle Karriere machen. Das ist ein Schaden für unser Land. Ist das in anderen EU-Ländern anders? Das ist in anderen EU-Ländern schon anders. Da gibt es eine unabhängige Justiz, die komplett und auch die Staatsanwaltschaft unabhängig ist von der Politik. Wir haben, also das ist aus meiner Sicht ein wirklicher Webfehler in unserer Demokratie, dass wir Staatsanwaltschaften haben, die der Politik unterstehen, genauso wie beim Verfassungsschutz. Das habe ich seit Jahr und Tag gesagt. Es ist ein Webfehler der Demokratie, dass die Geheimdienste der Bundesregierung unmittelbar unterstehen. Und da ist natürlich die Gefahr auch sehr groß, dass die Geheimdienste zum Konkurrenzschutz der regierenden Parteien eingesetzt werden. Und das müsste man durch eine Verfassungsänderung müsste man das beseitigen, dass diese Behörden ein höheres Maß an Unabhängigkeit haben und nicht der Regierung unterstehen. Ja, was ja unterzugehen droht, ist das Verkehrsministerium von Volker Wissing. Auch da sind seine Vertraute aus den Reihen der FDP in bestimmte Positionen gebracht worden und das Ganze ohne Stellenausschreibung. Ja, und dann haben wir ja das Bundesbeamtengesetz und das sieht halt vor, dass offene Stellen öffentlich ausgeschrieben werden. Wie kann das denn sein, dass auch dort wieder so etwas passiert, dass die Politiker sich einfach überhaupt nicht an Gesetze halten? Also ganz so pauschal würde ich es dann nicht verurteilen. Es ist immer so, und das ist auch als Privileg eines Ministers, dass er natürlich seine Mitarbeiter in seinem Umkreis frei auswählen kann. Das heißt, es findet regelmäßig keine Stellenausschreibung statt für seinen Büroleiter oder für die Staatssekretäre. Auch nicht für Ministerialdirektoren, aber für die Ebenen darunter. Das ist so, weil es eben auch politiknahe Aufgaben sind. Also ein Staatssekretär ist ein politischer Beamter. Und wenn der Minister, ein Staatssekretär oder ein Ministerialdirektor oder ein Präsidenten jederzeit in einstweiligen Ruhestand versetzen kann, bedeutet das, er hat ein besonderes Vertrauensverhältnis zu ihm. Und dieses besondere Vertrauensverhältnis kann nur dadurch gewährleistet sein, dass er die Person selber auswählt und nicht von einer Auswahlkommission vorgeschlagen wird. Das sieht auch das Beamtenrecht so vor. Also es gibt einige Funktionen in der Administration, in den Ministerien, wo der Minister diese Leute frei auswählen kann. Aber frei heißt nicht, dass er sich über das Laufbahnrecht hinwegsetzen kann, dass er plötzlich das Kindermädchen von zu Hause mitbringt und das Kindermädchen dann zur Abteilungsleiterin macht und den Fahrer, weil es eine Vertrauensperson ist, dann zum Staatssekretär macht. Das geht nach dem Beamtenrecht nicht. Diese Leute müssen nach dem Beamtenrecht eine beamtenrechtliche Karriere hinter sich haben. Aber sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind und sie die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen mitbringen, darf der Minister frei auswählen. So, inwieweit dies jetzt bei Wissing der Fall ist, mag ich nicht so beurteilen. Ich habe den Eindruck, werden die Möglichkeiten, die das Beamten- und Laufbahnrecht hier geben, von den Ministern großzügigst ausgeschöpft. Und da muss natürlich der Haushaltsausschuss und natürlich aber auch die Opposition sorgfältig drüber wachen. Herr Dr. Maaßen, meine letzte Frage, die mich persönlich auch sehr interessiert. Es wird oft kritisiert, wie viel Politiker verdienen. Ja, so im Schnitt sind das, wenn man im Bundestag sitzt, 10.000 Euro. Dann kommen noch alle möglichen Zulagen dazu.
Wie sehen Sie die Gehälter der Politiker? Sind die zu hoch oder sind die angemessen? Ich würde sagen, sie sind sowohl zu hoch als auch, ich sage mal, zu niedrig. Zu hoch sind sie mit Blick eben darauf, dass wir viele Leute mittlerweile im Parlament haben, die im Grunde genommen ohne Berufsausbildung, ohne Lebenserfahrung ins Parlament kommen. Und dann bekommen sie dann diese Besoldung. Sie müssen sich vorstellen, ein Bundestagsabgeordneter erhält so viel wie der ein Vizepräsident eines Bundesgerichts, also der oder ein Bundesrichter erhält, also ein Richter am Bundesgerichtshof oder am Bundesverwaltungsgericht. Das ist R9 oder der Vizepräsident meiner damaligen Behörde hätte so viel bekommen. Dazu kommen noch die ganzen Auslagenersätze, die Bundestagsabgeordneten bekommen. Das ist, ich sage mal, für jemanden, der nichts gelernt hat und im Grunde genommen nur über Parteikarriere und Seilschaft und Connection und Hinterzimmergespräche auf eine Liste kam und dann in den Bundestag kommt, ist das natürlich viel, viel Geld. Wenn ein relativ junger Mensch mit 25, 28 so viel verdient wie ein Bundesrichter oder der Vizepräsident vom Bundeskriminalamt, sehr viel Geld. Auf der anderen Seite ist das nicht sehr attraktiv für die Leute, die, ich sage mal, 40 sind oder 50 oder noch älter, die schon einiges im Leben hinter sich haben. Ob es nun ein Unternehmer ist oder ob es auch ein Rechtsanwalt ist, Ärzte sind, die sagen sich, warum soll ich diese Karriere jetzt aufgeben, um das zu verdienen? Denn das große Problem ist, wenn Sie nachher wieder aus dem Parlament rausfliegen sollten, dann haben Sie im Zweifel große Anschlussprobleme, wieder in diese Funktion hineinzubekommen und auf der gleichen Besoldungs- oder Bezahlebene wieder einzusteigen. Für diese Leute ist es finanziell unattraktiv und ich glaube, gerade für diese Leute müsste man eine bessere Möglichkeit finden, eine attraktivere in den politischen Bereich einzusteigen. Man müsste dafür auch sorgen, ich sage mal, dass die Menschen ohne Qualifikation, die in den Bundestag kommen, vielleicht durchaus etwas weniger verdienen. Es ist nicht Sinn eines Bundestagsmandates, Leute anzulocken, die nur aus finanziellen Gründen in den Bundestag gehen wollen, weil sie wissen, mit der Qualifikation können sie vielleicht Pförtner beim Bundesgerichtshof werden, aber niemals Richter. Herr Dr. Maaßen, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal, Herr Reinhardt.